Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von TV Regional. Getreu dem Motto, regionaler geht's immer. Zum Auftakt unserer Sendung haben wir für Sie einen besonderen Bericht. Das Kepler-Universitätsklinikum und das Militärkommando Oberösterreich gehen eine innovative Partnerschaft ein, um die Gesundheit von Stellungspflichtigen zu fördern. Die Gesundheit junger Frauen und Männer steht im Mittelpunkt der jüngst geschlossenen Kooperation zwischen dem Kepler-Universitätsklinikum und dem Militärkommando Oberösterreich. Hauptziel dieser Kooperation ist es, im Zuge der Stellungsuntersuchung beim Bundesheer die Gesundheit der Stellungspflichtigen durch die Früherkennung schwerer Erkrankungen zu fördern. Diese Kooperation zwischen einem Klinikum und dem Bundesheer ist in Österreich einzigartig. Es ist nicht nur die Infrastruktur und die Qualität der Untersuchung, die alles ausmacht, sondern auch, wie die Stellungspflichtigen und die jungen Frauen, die kommen, behandelt werden. Deswegen hat sich das Personal, das Stammpersonal und das fixe Personal dieses Jahr einem Kommunikations- und Teamtraining unterzogen. Und ein wesentlicher Punkt, den sie sich unterzogen haben, wie behandelt man die Stellungspflichtigen so, dass sie mit einem positiven Eindruck von da weggehen. Wie sieht die Kooperation jetzt mit der Universität hier in Linz aus? Es ist ganz wichtig, dass wir unsere Stellungsstraßen auf Vordermann bringen. Zum einen mal baulich, das ist da im Innenausbau schon passiert. Und dann auch schauen, dass wir effiziente Wege auch schaffen. Was meine ich damit? Wenn hier die Stellungspflichtigen zusätzliche Abklärungen noch brauchen, brauchen sie nicht lang nach einem Facharzt zu suchen, sondern diese Kooperation macht es eben möglich, dass das dann sehr viel schneller geht und wir auch das Ergebnis dann sehr viel schneller haben. Eine Win-Win-Situation, glaube ich, für alle. Wir sind sehr dankbar, dass es die Stellungskommission gibt und somit die ersten Untersuchungen unserer jungen Erwachsenen ermöglicht. Und wir als Krankenhaus dann die Möglichkeit haben, wenn ihre Ärztinnen und Ärzte feststellen, diese Patientinnen und Patienten brauchen eine fachärztliche Untersuchung, dass die durch unsere Expertinnen und Experten untersucht werden. Wie ist es zu dieser Zusammenarbeit gekommen? Das Bundesheer ist vor einigen Jahren auf uns zugekommen als Land Oberösterreich, ob wir nicht an einer Kooperation interessiert sind. Und als Gesundheitslandesrätin ist es selbstverständlich, dass das Land Oberösterreich mit dem österreichischen Bundesheer kooperiert. Und wer ist da geeigneter als unser Kepler-Universitätsklinikum, das eben zum einen 100% Eigentum des Landes Oberösterreich steht und zweitens auch in geografischer Nähe erreichbar ist. Die Sanitätsversorgung des Bundesheeres und die Sanitätsversorgung des Landes Oberösterreich ist ja gut. Das passt ja eigentlich gut zusammen. Eben, es wird hier wirklich ein Pilotprojekt gestartet, von dem ich davon überzeugt bin, dass es auch ein Vorbild sein kann für andere Bundesländer. Es gibt ja eine Bewertung von 0 bis 9. 6 ist der Durchschnitt, hat der Militärkommandant gesagt. War es früher besser? Ich glaube, das ist eine Frage der gesamten Gesellschaft, wie sich unsere Gesundheit, die der Kinder und Jugendlichen entwickelt. Wie kriegen sie daher mit 17, 18? Es haben sich wahrscheinlich der Zustand unterschiedlich entwickelt. In manchen Bereichen ist er mit Sicherheit besser geworden, weil man zum Beispiel mehr Wert legt auf den Zustand der Zähne. Das war auch ein Beispiel, das der Militärkommandant genannt hat. Aber es steht auch aus der Frage, dass eine Zunahme auch der psychischen Erkrankungen wahrnehmbar ist und dass zum Zweiten auch die Frage der Ernährung und der mangelnden Bewegung auch eine Rolle spielt. Jetzt geht es ja nicht nur in der Sanität oder bei der Gesundheitsvorsorge, sondern auch der Fuhrpark wurde in letzter Zeit erneuert. Auch die Panzer sind in einem sogenannten Retrofit. Ja. Sind Sie stolz, dass viele österreichische Betriebe da kräftig mitarbeiten können, dass heimische Produkte geschätzt und auch gekauft werden? Das sehen wir im Bereich der Mobilität ganz besonders, egal ob es bei dem LKW ist, wo wir jetzt noch einmal über 850 auch bestellt haben, oder ob es beim Vorzeigebeispiel des Radpanzer Badur ist, wo über 200 österreichische Unternehmen beteiligt sind. Also das ist wirklich made in Austria und bringt natürlich dann auch Arbeitsplätze und Wertschöpfung hier in Österreich. Wir kriegen neues Material, wir kriegen neues Gerät, das sollte noch zusätzlich attraktiv sein. Und die Frau Bundesminister hat ja sowieso ein paar Initiativen gesetzt, um den Grundwehrdienst zu verbessern, sprich mehr Geld für die Grundwehrdiener und viele andere Sachen. Das muss sich natürlich auch irgendwann einmal bei den Zahlen auswirken und es gibt vorsichtig Indikatoren, dass das in Oberösterreich so passieren wird.
TV Regional ist wieder mal auf der Überholspur. Als erster regionaler Sender zeigen wir Ihnen das brandaktuelle Sommergespräch mit Dr. Andreas Rabel, dem Bürgermeister der Stadt Wels. In diesem Bericht erhalten Sie exklusive Einblicke aus erster Hand. Während viele Städte tiefrote Zahlen schreiben, plant die drittgrößte Stadt von Oberösterreich, Wels, in den kommenden Jahren hohe Überschüsse. Laut FPÖ-Bürgermeister Andreas Rabel gelang diese positive Wende durch eine vor knapp 9 Jahren eingeleitete Strukturreform, bei der jede Ausgabe und Einnahme bis ins kleinste Detail überprüft würde. Über Wels und den Erfolg der Blauen Hochburg sprechen wir jetzt Klartext mit dem Stadtoberhaupt, FPÖ-Bürgermeister Dr. Andreas Rabel. Schön, dass Sie sich heute Zeit genommen haben und zu uns ins Studio gekommen sind. Danke für die Einladung. Herr Dr. Rabel, wie können Sie sich erklären, dass Städte wie Steyr sich nicht einmal mehr ein Stadtmarketing leisten können? Sie hingegen haben letztes Jahr im Herbst angegeben, über 50 Millionen Euro vor allem in den Ausbau der Kinderbetreuung, in Parks oder die Welser Messe zu investieren. Wie ist das möglich? Wir haben, das war ja schon im Text, gleich 2015 nach der Wahl begonnen, eine Strukturreform umzusetzen im Magistrat. Da wurde nicht nur die Verwaltung effizienter gestaltet, sondern wir haben tatsächlich jeden Stein hochgehoben, geschaut, was liegt drunter, gibt es Einsparungspotenziale, wie können wir diese Einsparungspotenziale nutzen, haben sehr stark auf Digitalisierung gesetzt, die Verwaltung verschlankt und dadurch auch Einnahmen, Einsparungen erzielt. Mhm. Und diese Einsparungen bringen uns jetzt hohe Überschüsse. Jetzt muss man auch dazu sagen, ich weiß nicht, inwieweit sich das positiv auswirkt auf das Budget am Ende des Tages. Sie sind heute ins Studio gekommen ohne Fahrer. Sie sind aber Bürgermeister der zweitgrößten Stadt von Oberösterreich. Wenn ich den Vergleich hernehme, Bürgermeister Markus Vogel von der SPÖ, aber auch die rote Vizebürgermeisterin der Stadt Steyr haben beide einen Fahrer. Wirkt sich das auch positiv aufs Budget aus, wenn Sie selbst mit dem Auto fahren? Also wir sind der Meinung, dass wir gerade in den Städten keine Chauffeure brauchen. Es gibt in Wels daher keinen Chauffeur mehr, der dem Bürgermeister oder Vizebürgermeister zugewiesen ist. Auch das ist eine Einsparung, logischerweise. Personal kostet Geld. Mein ehemaliger Fahrer, unter Anführungszeichen, ganz zu Beginn, 2015 war ja noch einen Monat einer da, der ist jetzt LKW-Fahrer geworden, fährt einen Müll-LKW, geht genauso. Und die kurzen Strecken in der Stadt kann man auch alleine fahren. Also er arbeitet weiterhin für die Stadt? Ja, jetzt, glaube ich, ist er in Pension in der Zwischenzeit. Passt auch. Wie hoch ist denn aktuell der Schuldenstand der Stadt Wels? Wir haben derzeit ca. 6 bis 7 Millionen Euro Schulden insgesamt, haben aber Ersparnisse in der Höhe von ungefähr 100 Millionen Euro. Das heißt also, wir haben die Schulden sehr stark reduzieren können. 2015 hatten wir noch 70 Millionen Euro Schulden und der Vermögensstand, die Ersparnisse waren also 14 Millionen. Heißt, die Schulden haben wir fast auf null runterdrücken können und die Ersparnisse haben wir vervielfacht. Nur als Beispiel, der Schuldenstand der Landeshauptstadt Linz und der SPÖ-Bürgermeister Klaus Luger wird 2025 über 980 Millionen Euro betragen. Der Nettoverschuldungsstand der Stadt Steyr und der SPÖ-Bürgermeister Markus Vogel beträgt aktuell 67,4 Millionen Euro. Da wird aber auch gemunkelt, dass das noch weit höher sein könnte. Gleichzeitig sind die Rücklagen von Steyr von 18,3 auf 15,8 Millionen Euro zurückgegangen. Wie gesagt, das Stadtmarketing musste eingespart werden. Was machen diese Städte oder besser gesagt diese Bürgermeister falsch aus Ihrer Sicht? Also ich bin nicht dazu da, die Bürgermeisterkollegen aus anderen Städten jetzt zu hinterfragen oder auch zu kommentieren. Ja, aber das sind 50 Kilometer Unterschied zwischen diesen Städten und Sie haben ein Minus von 7 Millionen circa, haben Sie gesagt, und diese Städte haben 980 und 67 Millionen. Ich kann nur sagen, bei mir war es immer ein klarer strategischer Auftrag, die Stadt schuldenfrei zu machen. Mhm. Weil Politik letztlich nur dann gut funktioniert, wenn ausreichend Geld vorhanden ist, das dann investiert werden kann, nicht nur in Projekte, sondern natürlich auch in die Bürgerinnen und Bürger. Und deswegen war es mir wichtig, dass wir mal unser Budget in Ordnung bringen, weil das ist ja wie bei einer Hausfrau eigentlich ganz einfach, man darf nicht mehr ausgeben, als man einnimmt. Das macht jede Familie, jeder Haushalt in Österreich so, weil sonst geht er pleite. Die Städte sind halt, haben den Vorteil, dass sie Steuereinnahmen haben, die sind recht üppig, wie man merkt. Und man kann mit Reformen sehr, sehr viel erreichen. Die Reformen haben wir umgesetzt. Dazu braucht man auch ein klares politisches Konzept. Und das haben wir in Wels ohnehin lang diskutiert, ein halbes Jahr, bis wir so weit waren, zu sagen, welche Maßnahmen setzen wir ganz konkret. Jetzt ist es durch und wir haben letztes Jahr alleine 28 Millionen Überschuss gemacht. Das heißt, wir machen auch als Stadt hohe Überschüsse und können damit alle Investitionen für die Stadt aus dem laufenden Haushalt finanzieren.
heißt in Wirklichkeit jetzt runtergebrochen wieder auf eine Familie. Das, was am Ende des Jahres übrig bleibt, damit kann man sich ein neues Haus oder ein neues Sofa oder einen neuen Fernseher kaufen. Genau das tun wir in der Stadt auch, nur in einer anderen Dimension. Wo wurde denn damals massiv eingespart? Wo sehen Sie denn da die größten Punkte? Wo haben Sie denn da angesetzt zu Beginn? Wir haben erstens eine Aufgabenreform gemacht und geschaut, welche konkreten Aufgaben muss die Stadt Wels denn unbedingt erfüllen. Nur als Beispiel, es hat in Wels eine Jugendherberge gegeben, die hat sehr hohe Verluste gemacht, weil viel zu wenig Leute dort waren, die übernachtet haben. Die haben wir eingespart, daraus haben wir ein Amtsgebäude gemacht. In der Folge ist ein Teil einer Behörde übersiedelt aus einem Mietobjekt, wo wir Miete bezahlt haben, in die Jugendherberge. Da zahlen wir keine Miete mehr. Die Kosten der Jugendherberge sind weggefallen. Wir haben einen Gutschein gemacht für Jugendliche, die nach Wels kommen, kriegen jetzt einen Zuschuss, dass sie in ein Hotel gehen können. Damit hat auch die Wirtschaft wieder was davon, weil die produzieren ja immerhin dann Kommunalsteuer. Das heißt, wir haben die Steuereinnahmen erhöht, die Ausgaben der Stadt Wels reduziert. Und das ist ein Beispiel für so eine Aufgabenreform, wie wir sie umgesetzt haben. Immer mehr Innenstädte stöhnen und leiden unter Leerstand. Auch hier muss man beispielsweise wieder die Stadt Steyr, die rotgeführte Stadt Steyr, erwähnen. Von 40 österreichweit analysierten Einkaufsstraßen und Städten liegt Steyr mit einer Leerstandsquote von 11,6% am Ende der Skala. Wels wurde heuer wieder durch den City Retail Report Österreich ein konstanter Aufwärtstrend bestätigt. Auch die Besucherfrequenz in der Innenstadt konnte erneut erhöht werden. Wie erklären Sie sich diesen Erfolg? Miete muss man ja auch in Wels zahlen. Das ist richtig. Also die Innenstadt war auch in Wels in so einem Zustand. 2015 haben wir einen Leerstand von 13-15% gehabt. Eine triste Situation für jede Innenstadt. Und das hat zur Folge, dass die Leute sagen, na, das ist eh jedes Geschäft leer, da fahre ich ja gar nicht mehr hin. Und diese Trendwende haben wir eigentlich dadurch geschafft, dass wir ein Konzept hatten, das zwei wesentliche Faktoren berücksichtigt. Das erste ist, wir haben versucht, mit einem Ansiedlungsmarketing zu schauen, was ist leer, wer kann dort reinkommen. Und mit einem Veranstaltungsmarketing möglichst viele Veranstaltungen in der Stadt zu machen, die Leute wieder hereinlocken. Und der Hintergrund ist eins, wenn jemand zu einer Gratisveranstaltung kommt und sieht, boah, da sind aber schöne Geschäfte und ich war schon lange nicht mehr in Wels, dann kommt er wieder hin. Und durch das, er kommt immer wieder und immer wieder, gibt es eine Kontinuität, gibt es eine Gewohnheit, die sich entwickelt. Das ist ungefähr so, als würde man am Sonntag mit der Familie diskutieren, gehen wir heute essen, aber wo gehen wir hin? Es fallen einem immer die zwei gleichen Wirtshäuser ein, wo man halt dann essen geht. Und wenn Wels halt da dabei ist, dann fährt man halt nach Wels. Und genau das ist das Konzept, das wir umgesetzt haben. Das beginnt bei einem Maibaum aufstellen, das tausende Leute anlockt, bis zu einem Musikfestival, das wir jedes Jahr machen, das zehntausende Leute anlockt. Viele Veranstaltungen, immer wieder Christkindlmärkte und so weiter. Es ist immer was los, es sind immer viele Leute dort. Der ganze Stadtplatz hat sich in eine Flanierzone, Aufenthaltszone gewandelt. Wir haben diesen größten Gastgarten Österreichs gemacht mit mehr als 1000 Sitzplätzen. Es ist einfach Leben da. Dieser italienische Flair ist zurückgekommen, funktioniert wirklich gut, können wir stolz sein drauf. Aber Sie können auch bestätigen, dass dieser Erfolg nur dank des Stadtmarketings mitunter auch möglich war, oder? Also ohne Leistungen des Stadtmarketings und des Ansiedlungsmarketings ist das unmöglich. Du brauchst Leute, die sich konkret um diese Problemlagen kümmern. Weil man braucht ja Gespräche mit den Hauseigentümern, man braucht Gespräche mit den Mietern und man braucht Gespräche mit den großen Handelskonzernen, damit, wenn man sieht, jemand zieht aus, gleich einmal schaut, wer hat Interesse daran, passt die Miete. Die Miete ist oft ein großer Faktor an diesem ganzen Konstrukt. Weil wenn der Hauseigentümer sagt, das ist ihm alles viel zu wenig, dann wird es schwierig, einen Mieter zu finden, der dann diese Miete auch langfristig verdienen kann. Das heißt, man muss auch auf den Hauseigentümer einwirken und sagen, diese Miete ist nicht marktkonform, man muss runter mit der Miete. Dafür schauen wir, dass wir einen ordentlichen Mieter finden, mit dem du keine Probleme hast, der langfristig bei dir drin bleibt, der auch regelmäßig seine Miete und pünktlich bezahlt. Also man braucht jemanden, der das gut kann und wir haben da mit Hermann Jelmer einen Top-Mann, der sich nur mit diesen Sachen beschäftigt, aus der Branche kommt und einen herausragenden Job macht. Aber das heißt im Klartext, für Sie käme nie in Frage, das Stadtmarketing beispielsweise zu canceln, um einsparen zu können. Das können wir uns nicht vorstellen, weil das Stadtmarketing in Wels alle Großveranstaltungen auch mit abwickelt. Das heißt, alle Veranstaltungen, die in der Innenstadt oder auch in den Stadtteilen inzwischen stattfinden, werden vom Stadtmarketing organisiert und durchgeführt. Und dieses Konzept, das zuerst nur in der Innenstadt war, haben wir dann ausgedehnt jetzt auch auf die Stadtteile. Das heißt, wir schauen auch, dass dort jetzt die Geschäfte schon voll werden. Man muss aber eins dazu sagen, wesentlich ist auch, wir brauchen dafür die Infrastruktur, die passen muss. Das heißt, eine schöne Innenstadt, die hergerichtet ist, die sauber ist, die sicher ist,
Und das haben wir vorher als Hausaufgabe erledigt. Das heißt, komplette Videoüberwachung der Innenstadt, wesentlicher Bestandteil. Es wird jeden Tag ein- bis zweimal gereinigt, dass alles blitzblank sauber ist. Und wir haben alle Fußgängerzonen komplett neu hergerichtet, auch die Plätze komplett neu gemacht, dass die Leute sagen, boah, da ist es schön, da fühle ich mich wohl, da ist nichts abgesandelt, nichts verludert, schnudelig. Bei uns sind die Dinge sauber. Das ist ja auch mitunter ein Grund, warum viele Menschen Sie als Bürgermeister der FPÖ unterstützen, weil Sie eben die Stadt schöner und sicherer gemacht haben. Jetzt soll nicht nur New York einen Central Park bekommen oder haben, auch Wels hat geplant, einen sogenannten Central Park zu planen. Rund 15 Millionen Euro soll dieses Jahrhundertprojekt kosten. Wie schaffen Sie das, dass Sie das wieder in Wels installieren und gleichzeitig keine neuen Schulden aufbauen? Dieses Projekt Central Park war mir persönlich deswegen so wichtig, weil wir die Traun näher an die Stadt heranrücken wollten und diesen Naherholungsbereich im Zentrum ermöglichen wollen. Und das geht nur, indem wir das Messegelände verlegen. Das heißt, das ganze Messegelände Ost wird abgerissen, entsiegelt. Dort soll dieser große Park entstehen, 5 Hektar insgesamt. Ein Jahrhundertprojekt, das sicher das Bild der Stadt verändern wird. Ich bin aber der Überzeugung, dass Lebensqualität ganz eng mit Grünraum zusammenhängt. Man muss also die Möglichkeit für die Bevölkerung schaffen, dass sie sich in Parkanlagen am Fluss und so aufhalten können, dort regelmäßig sind. Wie geht das finanziell? Ja, Strukturreformen. Wenn ein Geld übrig bleibt zum Schluss des Jahres, dann kann man das ausgeben. So machen wir das in der Vergangenheit, so haben wir es auch in Zukunft vor. Und wir machen ja nicht nur den Central Park, wir bauen um 35 Millionen eine neue Messehalle dazu. Das heißt, es wird ein ganz riesig großes Projekt, das für die Stadt Wels sicher extrem wichtig ist. Man muss ja trotzdem dazu sagen, bis vor ein paar Jahren war ja die Einwohnerzahl noch höher. Jetzt sind es roundabout 65.000 Menschen, die in Wels leben. Ein wesentliches Thema ist ja immer, wenn Zuzug kommt, dass die Kinderbetreuung auch dementsprechend stimmt. Auch hier setzt Wels seit Jahren ein Zeichen. Wie sieht es hier aus beim Thema Kinderbetreuung? Weil da sind ja auch viele Städte hinten nach. Also die Stadt Wels wächst jedes Jahr um ca. 500 bis 800 Personen. Wir haben ungefähr 70.000 Personen, die bei uns sich aufhalten. Hauptwohnsitz gemeldet sind ungefähr 65.000, das ist richtig. Haben da auch einen Einwohnerrekord dazu. Und daraus resultiert natürlich, dass der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen steigt. Und wir haben auch ein völlig geändertes gesellschaftliches und arbeitstechnisches Verhalten. Die Frauen gehen mehr in den Job, brauchen daher eine Betreuung und jeder will, dass sein Kind natürlich gut und sicher betreut ist. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen diese Kinderbetreuung massiv ausbauen, das müssen wir auch. Haben daher allein in den letzten Jahren 3 Kindergärten neu errichtet, machen jetzt gerade wieder einen Kindergarten, komplett neu mit 10 Gruppen, also einen sehr großen Kindergarten, weil ich glaube, dass dieses Recht, jeder soll einen Kindergarten- und Krabbelstubenplatz haben, extrem wichtig ist für die Familien, um ihre Existenz einfach abzusichern. Weil niemand kann arbeiten gehen, wenn er keine Kinderbetreuung hat. Das heißt, wir werden dieses Programm auch weiter so ausführen und wir sind stolz darauf, dass wir es schaffen, dieses Recht auch zur Umsetzung zu bringen. Wie gesagt, über 65.000 Menschen leben aktuell in Wels, 70% sind Österreicher, 30% sind Ausländer. Wels hat nach wie vor einen überdurchschnittlich hohen Anteil an Ausländern, ähnlich wie in Wien. Aber in Wien eskaliert die Gewalt aktuell wieder massiv. In Wels liest man kaum etwas in den Schlagzeilen. Wie kommt's? Das ist aus meiner Sicht ganz leicht erklärt. Also wir haben unseren Ausländeranteil aus den 90er Jahren mitgenommen. Das heißt, sehr viele kroatische, serbische, bosnische Staatsbürger, die nach Wels gekommen sind, die sich sehr gut integriert haben und die in der zweiten oder sogar dritten Generation jetzt in Wels leben. Und haben aber 2015, als diese Flüchtlingswelle war, ein Großasylheim, das ja für Wels geplant war, verhindern können. An dieser Stelle muss man wirklich sagen, das ist ein Verdienst von Herbert Kickl, der damals gesagt hat, Wels bekommt kein Großasylzentrum, sondern eine Polizeischule. Und dadurch haben wir es geschafft, dass wir die große Flüchtlingswelle von Syrern und Afghanen nicht mitgemacht haben. Wir haben in Wels geschaut, dass es kein einziges Asylheim gibt und es gibt auch fast kein Asylheim in Wels. Dadurch sind kaum Afghanen und Syrer nach Wels gekommen, die jetzt in Wien ja diese großen Konflikte verursachen. Heute wieder gehört, es waren Syrer und Tschetschenen, die diese großen Jugendbandenstreitigkeiten und Messerstechereien verursacht haben. Und da sage ich halt,
Die gibt es in Wales ganz, ganz wenig. Und die Drittstaatsangehörigen, die in Wales sind, sind alle wirklich in einem guten Job, gut integriert. Und deswegen merkt man das auch gar nicht mehr in Wales so stark. Also wir haben sehr wenig Vermummte, nur als Beispiel. Und die Integration funktioniert bei uns wesentlich besser als in vielen anderen Städten auch, weil wir gesagt haben, Deutsch ist Pflicht. Man muss in den Kindergärten anfangen, Deutsch zu lernen, bei sonstigen Sanktionen. Ohne Deutsch kriegt man bei uns auch keine Wohnung. Und was auch wichtig ist, Sozialleistungen. Wir sind, glaube ich, die einzige Stadt, wo regelmäßig die Mindestsicherung überprüft wird. Und wir stellen bei 25% der überprüften Fälle Missbrauch fest. Bedeutet, ich glaube, dass auch viele dann nach Wien gehen, weil in Oberösterreich generell ist die Sozialhilfe nicht die allerhöchste. In Wien haben wir gehört, 4.600 bis 5.000 Euro für kinderreiche Familien gibt es da netto. Da müssen sich andere schon anstrengen, dass sie das Familieneinkommen bekommen. Also das wäre in Wales undenkbar. Die Kronenzeitung hat sich diesbezüglich auch ausgerechnet, dass diese Familie, die Sie angesprochen haben, diese syrische Großfamilie, die kommt ja, wie gesagt, auf knapp 6.000 Euro Unterstützung. Durch die Kronenzeitung wurde ausgerechnet, dass diese Familie 2.200 Euro mehr kassieren würde, hätte SPÖ-Chef Babler das Sagen. Andere arbeiten zum Teil weit über 60 Stunden. Diese Familie bekommt knapp 6.000 Euro netto im Monat. Andere haben nichts dann am Ende des Monats von ihrem Geld, obwohl sie, wie gesagt, 60 Stunden arbeiten. Muss diese Mindestsicherung neu überdacht werden? Ja, es braucht aus meiner Sicht eine Verhältnismäßigkeit. Und wir müssen vor allem schauen, dass diejenigen, die nach Österreich kommen, zuerst eine Zeit lang in das Sozialsystem einzahlen, 5 oder 10 Jahre, wie es in anderen Ländern ja auch der Fall ist, bevor sie etwas herausbekommen aus dem Sozialsystem. Also es kann nicht sein, dass der kommt aus anderen Ländern unter dem Titel von Asyl, sofort Zugriff auf alle Sozialleistungen hat. Das halte ich für ungerecht, auch gegenüber denen, die dieses Sozialsystem seit Jahren finanzieren und kaum Leistungen daraus bekommen. Und Armut gibt es in Österreich auch genug. Man muss ja auch dazu sagen, sind ja 60% der Bezieher sind ja in Summe Ausländer. Also das muss man ja auch dazu sagen. Also es sind ja nicht die Österreicher, die diese Mindestsicherung bekommen, sondern primär Ausländer. Wie wichtig ist es aus Ihrer Sicht, dass Menschen mit Staatsbürgerschaft ja, dementsprechend mehr bekommen sollten als Menschen ohne Staatsbürgerschaft? Ist das ein Thema für Sie? Ich glaube, dass die Staatsbürgerschaft damit nicht wirklich was zu tun hat, sondern es hat einfach damit zu tun, ist er in Österreich und arbeitet seit vielen Jahren und leistet damit seinen Beitrag in das Sozialsystem, dann hat er auch Anspruch aus Beiträgen aus dem Sozialsystem oder tut er das nicht. Und mir wäre es wichtig, dass derjenige, der in Not gerät, eine Zeit lang eine Versorgung hat, das ist sinnvoll, aber das muss degressiv sein und er muss auch sich bemühen, egal in welcher Situation, dass er Arbeit findet und dass er auf eigenen Beinen steht. Und dazu ist Voraussetzung, dass er erstens einmal die Sprache kann, dass er zweitens unsere Gesetze kennt, nicht straffällig wird also in der Folge und drittens, dass er eine Qualifikation hat, das heißt auch etwas einbringen kann in die Gesellschaft an Fachwissen und Know-how. Und da müssen wir ansetzen und deswegen müssen die Leute rasch in den Arbeitsprozess gebracht werden. Aber damit man das verwirklichen kann, brauchen wir jetzt einmal einen Stopp, einen Zuwanderungsstopp, weil wir haben so ein Riesenpotenzial, das noch immer nicht arbeitet. Aus der Asylkrise 2015 sind mehr als 50% der Leute noch immer nicht in einem Job. 9 Jahre später arbeiten die noch immer nicht. Das geht nicht. Aber müssen die überhaupt arbeiten? Ich meine, ich denke mir, nach 9 Jahren, es heißt ja immer Schutz auf Zeit, Asyl auf Zeit. Ja? Jetzt reden wir von 9 Jahren. Ich meine, es gibt Menschen, die fahren mittlerweile nach Syrien auf Urlaub. Warum kann man Syrien nicht dort wieder zurückschicken? Das ist eine Frage der Rechtsgesetzgebung. Es gibt ja auch viele Länder, die machen das so. Und ich halte das auch für überlegenswert, zu sagen, dieser Asylstatus ist ein Status auf Zeit, bis sich die Situation im eigenen Land beruhigt hat. Auch darüber kann man diskutieren. Dazu braucht es aber, wie gesagt, einige Gesetzesänderungen. Aber dass Österreich ein sehr attraktives Asylland ist, aufgrund dieser hohen Sozialleistungen und aufgrund auch der Qualität in diesem Land, ist offensichtlich, wenn ich schaue, Tschechien hat insgesamt, glaube ich, 1.200 Asylwerber, die Slowakei hat 800, wir haben 85.000. Da sieht man doch, da ist ein völliges Ungleichgewicht vorhanden und wir müssen endlich Maßnahmen ergreifen und Gesetze beschließen, dass das nicht mehr möglich ist. Und ich höre immer nur den Innenminister Kahner, der sagt, es wird schon weniger, ja, aber von welchem Niveau? Und der Herbert Kickl hatten wir 15.000 Asylwerber. Zur Höchstzeit vom Kana hatten wir 120.000 Asylwerber, das heißt knapp das Zehnfache. Und da sieht man auch diesen Unterschied. Es wird zwar von der ÖVP immer nur geredet und versprochen und getan, aber zu guter Letzt, wenn man sich die Zahlen anschaut, gibt es keinen Erfolg. Und ich bin daher der Meinung, Grenzen zu, Grenzen dicht.
wenn wir überhaupt noch wen reinlassen, dann die qualifizierten Kräfte, die wir wirklich brauchen. Da haben wir aber oft das Problem, dass die gar nicht mehr nach Österreich kommen wollen, weil die Steuern so hoch sind und die Sozialabgaben so hoch sind, dass ihnen nichts bleibt, gehen sie lieber gleich in die Schweiz oder nach Deutschland. Das heißt, wir müssen auf sehr breiter Front etwas tun, dass wir als Arbeitgeber attraktiv sind, dass den Leuten mehr bleibt von ihrem Arbeitslohn. Und auf der anderen Seite, wenn wir wen reinlassen, nur mehr qualifizierte Leute, die wir wirklich brauchen. Es hat ja auch jüngst eine Umfrage im Auftrag der EU ergeben, wo rund 25.000 Menschen befragt worden sind, dass nicht das Thema, Konflikt in der Ukraine oder der Klimawandel die Hauptthemen sind, sondern die unkontrollierte Massenzuwanderung für die Menschen in ganz Europa das wichtigste Thema ist. Das ist offensichtlich der Fall. Aber wie gesagt, sollten wir dann so vorgehen wie Ungarn beispielsweise? Weil wenn man die Menschen schon nicht abschieben kann, weil es laut europäischem Recht nicht möglich ist, ja, sollte man dann einfach Maßnahmen setzen wie Ungarn, sprich einen Grenzzaun aufbauen und einfach niemanden hereinlassen? Also ich glaube, dass man vielfältige Maßnahmen braucht. Der Grenzzaun und die Sicherung der Außengrenze ist ja nur eine Maßnahme. Aber Menschen finden immer einen Weg, auch einen Zaun zu überklettern oder unten durchzuschlüpfen. Es geht dann darum, wie geht man mit diesen Menschen um, wenn sie Asylstatus haben. Und auch da wieder nur ein Beispiel. Wenn die Ukrainer nach Österreich flüchten, dann ist es aus meiner Sicht logisch, dass sie möglichst rasch eine Arbeit finden und sich selbst erhalten. In den Niederlanden hat das sehr gut funktioniert. Da ist es sehr rasch gegangen, in Österreich nicht. Und warum ist das so? Weil wir ein Sozialsystem haben, das es ermöglicht, dass ich in dem Land lebe, ohne dass ich was tue. Das heißt, der stärkste Pull-Faktor, der stärkste Faktor, dass die nach Österreich kommen, ist unser Sozialsystem. Und ich muss endlich an diesem Sozialsystem schrauben, dass ich sage, du musst vorher eine gewisse Zeit gearbeitet haben, bevor du auch Leistungen aus dem Sozialsystem bekommst. Und Asylwerber haben keinen Anspruch auf diese Sozialhilfe in dieser Höhe, das geht einfach nicht mehr. Und andere Länder, Ungarn wird zwar immer vorgeworfen, ist ein menschenrechtswidriger Staat, deswegen nehme ich gern Beispiele wie Tschechien oder die Slowakei. Dort funktioniert das einwandfrei und man sieht dann Asylzahlen. Ja, aber sehen Sie das genauso bei Ungarn? Ich sehe aus meiner Sicht, dass die Ungarn sehr viel richtig machen. Vielleicht nicht alles, aber immer wenn Maßnahmenbündel vorhanden sind, kann man was kritisieren. Tatsache ist, es funktioniert. Und es funktioniert nicht nur in Ungarn, es funktioniert auch in der Slowakei, es funktioniert auch in Tschechien, weshalb ich sage, man muss sich anschauen, was machen die so viel besser als wir. Und wir sind asylmäßig total überlastet und das geht so nicht mehr weiter. Ein Zusatz noch, der Anteil ausländischer Bürger in der Sozialhilfe beträgt in Wales 48%. Im Vorjahr wurden 72 Sozialhilfebeziehern in Wales wegen der Verletzung der Bemühungs- und Deutschpflicht die Leistungen gekürzt. Ist das so ein erster Ansatz? Das ist so ein Ansatz, aber das setzt ja zu spät an. Und zwar deswegen, weil wir müssen ja diese Sozialhilfe vergeben, weil es einen Rechtsanspruch drauf gibt. Wir kontrollieren den nur im Nachhinein. Sinnvoll wäre es, die Sozialhilfe überhaupt nicht zu erteilen, weil die Voraussetzungen dafür nicht erfüllt werden. Dazu braucht es aber Gesetzesänderungen vom Bund. Es bestätigt aber, dass ganz, ganz viele Sozialmissbrauchsfälle vorhanden sind und auch da gehört massiv kontrolliert. Ein ganz großes Thema, das jetzt nach wie vor in aller Munde ist, das ist das Thema Teuerung. Viele können sich am Ende des Monats kaum noch etwas leisten. Das Autofahren wird aufgrund der hohen Spritpreise immer mehr zum Luxus. Ja, und schuld daran sind mitunter die Sanktionen gegen Russland. Denn diese schaden uns Europäern mitunter mehr als Russland. Das hat auch jüngst der WIFO-Chef Felbermayr bestätigt. Können Sie verstehen, dass nichtsdestotrotz weiterhin an diesen Sanktionen festgehalten wird und diese hausgemachte Krise weitergeführt wird? Also die Russland-Sanktionen haben uns ja einiges gezeigt, nämlich dass Sanktionen kein geeignetes politisches Mittel sind, um irgendjemanden zum Umdenken zu bewegen. Das sieht man bei den Iran-Sanktionen übrigens seit vielen Jahrzehnten, dass das so ist. Und das ist in Russland nicht anders. Und wenn ich ein untaugliches Mittel zum Einsatz bringe, das noch dazu den Staat Österreich mehr schadet als nützt, dann muss man sich schon die Frage stellen, wie sinnhaft ist denn das überhaupt? Tatsache ist, dass durch diese Sanktionen die Energiepreise explodiert sind. Tatsache ist, dass durch diese Sanktionen sich überhaupt nichts verbessert hat. Unsere Wirtschaft, unsere Bevölkerung leidet und die Inflation ist ja wesentlich mitverursacht durch die Energiekrise. Und ich habe noch nie verstanden, warum Gas, das durch Pipelines nach Europa kommt, auch nach Österreich, aus Russland, billiges Gas, das unsere Wirtschaft ja befeuert hat und auch den Menschen günstigen Heizstoff und Energie gegeben hat, dass das sanktioniert wird. Gleichzeitig wird aber aus Katar, und das ist ja auch nicht unbedingt ein menschenrechtsfreundlicher Staat, wie wir wissen,
das Gas auf Rohölschiffen dann hertransportiert und mit LKWs hergeführt, da redet keiner über eine CO2-Bilanz. Also für mich ist das alles nicht nachvollziehbar und das zu Preisen, die 3-4 Mal so hoch sind, wie wenn wir es gleich aus Russland genommen hätten. Also verstehen tut das niemand, was passiert aber in der Folge, dass die Russen das Öl nach Indien exportieren, dort wird es raffiniert und dann in der Folge wird er nach Europa importiert. Das gleiche Öl, das vorher direkt gekommen ist, mit den Preisaufschlägen, die wir zu bezahlen haben. Also eine völlig verfehlte Energiepolitik aus meiner Sicht, die hohe Kosten bringt, die die Industrie massiv unter Druck setzt, das muss man auch einmal sagen, weil Energie ein wesentlicher Kostenfaktor ist. Und wenn der woanders wie in Amerika so viel günstiger ist, dann wechseln auch Produktionsstandorte das Land. Und das passiert derzeit gerade in Österreich und auch in Deutschland. Wir sehen eine Deindustrialisierung, die auch Wohlstand kosten wird und das kann man kaum mehr rückgängig machen. Und das ist eine Versäumnis dieser EU-Regierung, aber natürlich auch der Bundesregierung. Aber würden Sie sagen, das ist hausgemacht? Ja, natürlich ist es hausgemacht. Wobei natürlich nicht alles aus Österreich kommt, ein Teil natürlich auch aus der EU kommt. Aber auch dort sitzen ja die gleichen Leute. Wir tun nur so, als wäre die Frau von der Leyen jetzt wäre komplett anderer, sondern das ist natürlich auch aus der ÖVP-Familie gekommen. Mhm. Und obwohl jetzt rechtskonservative Parteien einen großen Wahlerfolg gelandet haben in ganz Europa, hat man sie ja völlig ausgeklammert von aller Macht und auch von allen Positionen, nur damit man diese schwarz-grüne Politik weitermachen kann. Und das halte ich für einen völligen Fehler. Mhm. Jetzt sind ja, wie gesagt, viele Menschen davon betroffen, können sich das Heizen im Winter nicht mehr leisten. Steuert hier die Stadt Wels ein bisschen entgegen? Unterstützt die Stadt Wels betroffene Menschen hier? Wir haben mehrere Unterstützungspakete auf den Weg gebracht in dieser Zeit. Also nicht nur Heizkostenzuschüsse, sondern auch Sozialzuschüsse, weil wir eine soziale Verantwortung gegenüber unserer eigenen Bevölkerung haben. Das ist völlig richtig. Und ich bin froh, dass wir Millionen ausschütten konnten, weil wir es uns auch leisten konnten und einen Teil dieser Steuern auch den Menschen zurückgegeben haben. Klimabonus, was sagen Sie dazu? Ich halte überhaupt nichts von Aktionen, wo ich den Menschen zuerst was wegnehme und dann gebe ich es ihnen zum Teil wieder und fühle mich dann als großer Gönner. Mhm. Man soll es den Menschen lieber gleich lassen. Genau das Gleiche ist es beim Klimabonus. Das hat man ihnen vorher genommen, um es dann wieder zum Teil herzugeben. Also unverständlich und aus meiner Sicht ein Schuss in den Ofen. Mhm. Besonders pervers in dem Zusammenhang übrigens, dass die ÖVP sagt, man muss Leistungsträger unterstützen. Und gerade diese Leistungsträger können jetzt den Klimabonus auch noch versteuern. Das heißt, man tut genau das Gegenteil von dem, was man sagt. Und das ist das, was ich auch so kritisiere. Mhm. Herr Rabl, am 29. September finden ja die Nationalratswahlen statt. Am 7. September soll ja in Wels der Wahlauftakt stattfinden. Für viele ist diese Wahl eine Schicksalswahl. Ist das für Sie auch so? Ja, das ist absolut eine Schicksalswahl, weil es einer der letzten Gelegenheiten ist, eine Kurskorrektur durchzuführen. Und diese Kurskorrektur braucht dieses Land in ganz, ganz vielen Bereichen, nicht nur in der jetzt sehr viel diskutierten Asyl- und Integrationspolitik, sondern auch in der Wirtschaftspolitik, in der Finanzpolitik. Allein, wenn ich mir überlege, dass die Schulden in den letzten 5 Jahren um 100 Milliarden gestiegen sind, das heißt von ein bisschen über 200 jetzt auf über 300 Milliarden. Das heißt, in 5 Jahren hat man fast genauso viel Schulden gemacht, wie in den Jahrzehnten davor. Da sieht man schon, was da alles schiefgegangen ist. Und wir sehen auch überhaupt keine Besserungen in sich. Und dann höre ich mir einen Bundeskanzler an, der sagt, naja, sparen müssen wir eigentlich nicht, weil das soll das Wirtschaftswachstum machen, wobei wir wissen, dass wir knapp vor einer Rezession stehen. Also, das sind alles Aussagen. Jüngst gab es massive Auswirkungen im Aktienbereich. Ja, da wissen wir auch noch nicht, wie sich das entwickeln wird. Der Aktienmarkt hat es ja ein bisschen vorweggenommen, diese Rezessionsbefürchtungen, die aus Amerika kommen mit den Arbeitslosenzahlen. Das heißt also, für mich überhaupt kein Zukunftskonzept. Wir müssen endlich schauen, dass die Menschen in Österreich wieder die Möglichkeit haben, sich etwas zu schaffen, Eigentum zu schaffen. Es muss ihnen mehr von ihrem Arbeitseinkommen auch wieder bleiben. Wir müssen die Bildung verbessern. Wir haben Riesenprobleme in der Pflege, wir haben Riesenprobleme in der Gesundheitsversorgung, wir haben Probleme in der Bildung. Das heißt, wir haben so viele Baustellen, wo nichts passiert. Und ich würde mir erwarten, dass, wenn eine FPÖ-Regierung kommt unter einer Kanzlerschaft Kickl, dass sich das massiv ändern wird. Würde sich dann auch das Know-how der Stadt Wels, zumindest jener, die verantwortlich waren, insbesondere auch Ihnen, dafür einsetzen, dass der Schuldenstand von Österreich dementsprechend wieder reduziert wird, aufgrund dessen, weil ja in Wels das auch gut funktioniert hat? Also wir stellen unser Know-how natürlich gerne zur Verfügung. Dazu braucht es auch einen breiten Konsens und den zu finden, wird auch die hohe Kunst sein, aus meiner Sicht.
aber jeder, der dieses Know-how braucht, bekommt es. Und wie glauben Sie, ich meine, es ist ja auch vor kurzem ein sogenanntes Geheimpapier hinausgegangen, wo ja quasi schon bestätigt worden ist, es soll ja quasi eine SPÖ, ÖVP und NEOS-Koalition quasi werden. Laut den derzeitigen Umfragewerten würde sich nicht einmal diese Dreierkoalition ausgehen, also man bräuchte noch einen vierten als Beiwagerl. Ja. Aber was halten Sie von dieser Vorab-Ausmachung quasi einer Koalition und halten Sie diese für realistisch, beziehungsweise für wie realistisch halten Sie es, dass möglicherweise die FPÖ in einer Regierungsverantwortung ist? Also ganz prinzipiell, dass sich drei Parteien schon vor der Wahl eine Regierung ausmachen, halte ich für eine Wählerverhöhnung, weil sich die Leute natürlich dann die Frage stellen, wozu gehe ich überhaupt wählen, und die Konsequenz, die man daraus zieht, ist, die einzige, was da hilft, ist eine Stimme für die FPÖ, wenn man das verhindern will, weil man da nicht mitmacht. Also ich glaube daher, solche Vereinbarungen im Vorfeld sind schlimm für die Demokratie, auch demokratiefeindlich, und deswegen halte ich gar nichts davon. Der zweite Punkt, den man dazu sagen muss, ist, natürlich ist die ÖVP daran interessiert, an der Macht zu bleiben, klammert sich auch an die Macht und will unbedingt den Kanzler retten. Deswegen macht sie auch solche Deals, weil sie weiß, mit uns wäre das nicht möglich. Insofern verstehe ich zwar taktisch und strategisch die ÖVP, aber wie gesagt, es hat mit Demokratie oder mit Anständigkeit gar nichts zu tun. Der dritte Punkt ist, wir brauchen eine starke FPÖ, weil dieses Land eine große Reform braucht, und das geht nur mit uns. Alle anderen sind dafür nicht geeignet, und das sieht man auch an den Konzepten, die derzeit vorgelegt werden. Da bleibt nicht viel übrig für dieses Land. Da geht es um ganz andere Interessenslagen. Deswegen, wir sind die Einzigen, die für das Volk da sind, und deswegen auch dieser Titel des Volkskanzlers, der das ja zum Ausdruck bringen soll und symbolisch dafür steht, wie wir Politik machen wollen und für wen wir vor allem auch Politik machen wollen. Deswegen, eine starke FPÖ ist der Garant dafür, dass sich in diesem Land etwas ändert. Sie haben gerade den Begriff Volkskanzler noch erwähnt. Also Herbert Kickl sagt ja nie Bundeskanzler, er will Volkskanzler werden. Also Sie gehen mit diesem Begriff konform? Ja, dieser Begriff spiegelt sehr gut wider. Und ich weiß, dass auch Kreisky diesen Begriff verwendet hat, des Volkskanzlers. Das heißt, auch in Deutschland wurde der ja von all jenen verwendet, die sich sehr dem Volk verbunden gefühlt haben. Und deswegen ist das eine schöne Tradition, die hier fortgesetzt wird. Es wird halt dann immer wieder auch in ein Licht gerückt, dass er eben nicht so passt, ja, für manche, aber es ist ein schöner Begriff und es ist ein heimatverbundener Begriff, ganz klar. Ja. Nichtsdestotrotz, eine Frage würde mich noch interessieren. Jetzt hat die FPÖ auf Bundesebene die Bundesliste vorgestellt und hat hier ein Reißverschlusssystem etabliert, sprich Mann, Frau, Mann, Frau, Mann, Frau. Also eine quasi Fixquote an Männern und Frauen in dieser Bundesliste. Was halten Sie von diesem Vorschlag? Ich glaube, das war ein symbolischer Akt, um auch zu zeigen, dass die FPÖ auch bei den Frauen immer höhere Akzeptanz findet. Ganz prinzipiell bin ich aber kein Freund eines Reißverschlusssystems. Und ich kann nur sagen, in Wels haben wir bei den Gemeinderäten auch auf der Liste knapp 50% Frauen gehabt. Allerdings, die Reihung erfolgte nach Tüchtigkeit und nach Einsatz und nach Notwendigkeit. Das heißt, ich glaube, es war bei uns Platz 1 und 2 ein Mann, dann 3, 4, 5 eine Frau. Also dieses Reißverschlusssystem kommt dem einfach nicht entgegen, und ich glaube, man sollte Mandate ganz generell nach der Notwendigkeit im Club und nach der Tüchtigkeit und dem Einsatz des Einzelnen vergeben und nicht nach Geschlecht. Das sagt nämlich nichts darüber aus, ob der dann oder die den Job gut macht. Aber ich glaube, es ist ein symbolischer Akt, der nach außen getragen worden ist, und deswegen habe ich ein gewisses Verständnis dafür. Letzte Frage noch, Herr Rabel. Es wird ja immer wieder gemunkelt, Sie werden irgendwann in die Bundespartei wechseln oder besser gesagt in den Nationalrat wechseln. Ist das realistisch oder bleiben Sie wählstreu? Ich habe mehrfach kommuniziert, ich bleibe Welser Bürgermeister. Mir gefällt diese Aufgabe sehr, sehr gut. Es gibt wahnsinnig viel noch zu tun, und ich glaube, wir sind im Bund sehr gut vertreten, auch aus Oberösterreich mit den oberösterreichischen Abgeordneten. Aber insgesamt, der neue Club wird sehr, sehr viele, sehr helle Köpfe haben, und ich glaube, wir sind gut aufgestellt. Dann sage ich danke fürs Gespräch, Herr Dr. Rabel. Danke sehr. Ja, und auch bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei Wir sprechen Klartext. Musikliebhaberinnen und Liebhaber dürfen sich wieder auf drei nostalgische Abende mit Top-Acts in drei Stadtteilen freuen. Bei freiem Eintritt finden die Pop-Up-Konzerte statt, veranstaltet durch die Wels Marketing und Touristik GmbH. Und es ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei.
Im nächsten Beitrag nehmen wir Sie mit zur Rettungshundebrigade Kirchdorf. Erleben Sie mit uns, was die tapferen Vierbeiner leisten und wie sie im Ernstfall Leben retten. Wir waren bei einer Übung der Staffel Kirchdorf der österreichischen Rettungshundebrigade dabei und konnten die beeindruckende Zusammenarbeit zwischen Hunden und Hundeführern hautnah erleben. Solche Übungen sind entscheidend, um für den Ernstfall vorbereitet zu sein. Joggerin von Hund totgebissen, Frau von Hund angefallen. Solche Schlagzeilen konnte man in der letzten Zeit öfter in den Zeitungen lesen, weshalb sich manche Menschen schon besorgt fragten, ob die Hunde noch unsere Freunde sind. Um es vorwegzunehmen, unsere Hunde sind noch immer unsere Freunde. Warum? Weil der Großteil unserer Hunde nach wie vor nicht nur unsere treuen Wegbegleiter sind, sondern auch wertvolle Helfer, zum Beispiel als Lawinensuchhunde, als Sprengstoff- oder Rauschgiftschnüffler oder eben als Rettungssuchhunde. Das heutige Training findet hier in einem Wald bei Leonbach statt, aber ich glaube, es ist nicht so einfach, immer die geeigneten Trainingsstätten dafür zu bekommen. Ja, genau, das stimmt. Es ist sehr, sehr schwierig, dass wir Wälder bekommen, in denen wir tatsächlich trainieren dürfen. Das heißt, falls irgendjemand einen Wald hätte, in dem wir trainieren dürfen, wäre das natürlich sehr nett, wenn es euch einfach bei uns meldet, weil nur so können wir auch im Ernstfall wirklich gut zur Stelle sein. Wir sind jetzt da alarmiert worden zum Sucheinsatz nach einer vermissten Schwammerdruckerin, die was nicht zurückgekehrt ist. Der Mann hat uns alarmiert. Wir sind jetzt gerade im Suchgebiet eingetroffen. Unsere Hundeführer und Helfer bereiten sich jetzt auf den Einsatz vor. Die Hunde sind jetzt im Suchgebiet angelangt. Das Suchteam besteht aus einem Hundeführer und einem Helfer. Der Hund wird jetzt auf die Suche vorbereitet. Der Hund weiß durch die Kenndecke, dass er jetzt in Arbeitsmodus geschalten ist. Mit der Windprüfung weiß der Hundeführer sofort, wie er seinen Hund effizient für das Suchgebiet einsetzt. Der Hundeführer macht ein Ritual, wo der Hund bereit für die Arbeit ist. Das ist unser Suchgebiet jetzt. Wir haben da einen Weg durch. Durch das ist das jetzt da sehr gut begrenzt. Die Rebecca übernimmt mal bitte den linken Teil zum Absuchen. Mit Helfer Werner und Verena bitte. Und Roland, du nimmst mir bitte den rechten Teil, nimmst den Helfer, den Philipp und den Gian bitte mit. Super gut, komm zu mir. Zu mir. Gibt es regelmäßige Trainings, solche Außentrainings wie hier zum Beispiel? Ja, wir trainieren zweimal in der Woche im Wald und Gebäude und einmal in der Woche trainieren wir Unterordnung in einem Hundeplatz und wo unsere Hunde für die Unterordnung und Geräteprüfung vorbereitet wird. Die Hundeführer und Helfer arbeiten alle ehrenamtlich, da bleibt viel Zeit auf der Strecke. Also generell muss man sagen, die Tätigkeit hat ja einen Sinn. Das heißt, wir suchen im Ernstfall wirklich verletzte oder verwundete, vermisste Personen. Es kann auch sein, dass wir da wirklich zu Lebensrettern werden. Dementsprechend braucht man Gewissenhaftigkeit, was Trainings angeht. Und wir investieren sehr, sehr viel Zeit mit unseren Hunden. Und die Hunde, habe ich gehört, sind jeweils Eigentum des jeweiligen Suchmannes oder Besitzers. Genau, das sind unsere Privathunde, die leben bei uns im Familienverband und sind so gesehen Familienhunde mit einer Aufgabe. Wie lange dauert es, um seinen Hund von 0 auf 100 zu bringen? Das kommt immer auf das Engagement vom Hundeführer bzw. auch vom Hund drauf an, aber in der Regel kann man von 3 Jahren ausgehen. Wenn die Person gefunden wurde, wird der Hund das durch Verbellen anzeigen. Der Hundeführer wird seinen Hund bei einem Fund versorgen und der Helfer übernimmt die Erstversorgung des gefundenen Opfers. Die Hunde werden motiviert, entweder mit einem Spiele oder mit Futter.
meiner hat als Spiele. Sobald er die Person gefunden hat, wird das ausgemacht, nach 10 oder 20 Beller bekommt er das Spiele. Macht so und dann bestätigt man. Aus. Endlich wieder Welser Herbstmesse und Agrotier und das große Welser Volksfest. Regionale Lebensmittel genießen, alles rund um Landwirtschaft erfahren. Tierschauen und Live-Vorführungen zu den Themen Gülle und Grünland. Regionale Wohn- und Bautrends inklusive von 5. bis 8. September Messe Wels. Das Fest für die ganze Familie. In Linz entsteht etwas Neues. Der Maximarkt wird umfassend neu geplant und umgesetzt. Wir waren für Sie bei der Pressekonferenz dabei und haben spannende Einblicke gewonnen. Das hier ist der Maximarkt am Bäckermühlenweg. Er ist in die Jahre gekommen, 1969 schon errichtet, wird er jetzt umgebaut, neu gebaut, modernisiert. Das Gebiet um den Maximarkt am Bäckermühlenweg ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Warum kommt der Um- und Neubau erst? Jetzt soll der neue Maximarkt die Cash-Cow werden. Die Modernisierung des Standortes Linz hat einfach einen Grund, dass er eben in die Jahre gekommen ist. Weil er wurde 1969 eröffnet als erster Maximarkt von 7 Märkten. Wir haben in den letzten Jahren sehr viel Zuzug in diesem Bereich, in unserem Einzugsgebiet von gebauten Wohnungen bekommen. Und der Grund ist einfach, dass wir einen Raster haben, welche Märkte umgebaut werden, nicht alle auf einmal. Und Linz ist jetzt an der Reihe. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir da jetzt begonnen haben. Wir haben die letzten 2 Wochen eben die ersten Vorbereitungsarbeiten für den Umbau vor Ort mit den Mitarbeitern umgesetzt. Das heißt, die Sortimente so dargelegt, dass man auch mit der Baufirma eben die ersten Schritte machen kann. Die finden aktuell statt. Wir haben dazu eine Staubschutzwand aufgebaut. Zusätzlich wird der Rollsteig gedreht und das Ganze dient einfach als Vorbereitung für die erste Bauphase, welche dann im März nächsten Jahres startet. Er wird auch 2 neue schöne Restaurants bekommen. Ich hoffe auch genügend Toiletten dazu, weil wenn ich kurz erwähnen darf, in Wels wurden leider bei den Herren die 8 Sitztoiletten auf 1 reduziert und das neben einem Restaurant. Ich weiß nicht, war das klug? Bei uns sind die Toilettenanlagen ein sehr wichtiges Thema, nämlich nicht nur die Anzahl, sondern die Optik und Erreichbarkeit. Ja? Und ich kann einmal sagen, für die Maximärkte haben wir da immer wirklich großen Wert gelegt, dass genau dieses Service den Kunden geboten wird. Es wird in der Nähe natürlich des Restaurants sein. Und auch unseren Kunden da wirklich keine typischen Toilettenanlagen bieten, sondern etwas Schöneres. Aber in ausreichender Zahl? Natürlich in ausreichender Zahl. Wäre das nicht eine Möglichkeit gewesen, jetzt diesen Umbau in Zeiten des Klimawandels gleichzeitig ein paar Bäume mehr zu pflanzen? Ja, diese Gelegenheit nehmen wir sehr wohl wahr. Das wollen wir auch, weil die Nachhaltigkeit, die haben wir im Blick. Nämlich bei der Planung und jetzt auch bei der Realisierung. Auf dem Parkplatz legen wir großen Wert, dass wir riesige Grünflächen hier berücksichtigen, neben den tollen Parkplätzen, den breiten Parkplätzen für unsere Kunden und den wichtigen Verkehrssystem, ist es uns wichtig, große Grünanlagen am Parkplatz zu realisieren. Zusätzlich am Dach haben wir eine Photovoltaikanlage, der Rest der Fläche ist Grünfläche, Baumbepflanzung, so wie im Foto ersichtlich findet statt, bei den Parkplätzen und das ist uns wichtig, dass da wirklich nicht nur ein Beton da ist, sondern dass wirklich eine Wohlfühl-Oase auch am Parkplatz herrscht mit einer sauberen Wegführung. Auf den Maximärkten österreichweit gesehen oder Salzburger Raum passiert da auch einiges in nächster Zeit? Naja, die Salzburger Märkte, wenn ich die beiden kurz erwähnen darf, nämlich Maximarkt Anef, ist ja 2013 komplett neu gebaut worden. Wird extrem super angenommen von unseren Kunden, sind wir wirklich sehr, sehr zufrieden. Der Maximarkt Bruck, das war ja unser letzter Maximarkt, der dazugekommen ist, der 7. Maximarkt, der wurde 2003 neu gebaut. Und wenn wir jetzt kurz in die Zukunft blicken und jetzt gerade bauen wir Maximarkt Linz um, als nächstes wird natürlich nahtlos übergehen der Umbau oder Revitalisierung von Maximarkt Heid. Wie weit kann die Expansion gehen? Es gibt ja das Raumordnungsgesetz, das fast unmöglich macht, große Flächen zu bekommen.
Und wir haben jetzt im Linz geplant, im Markt 4200 Quadratmeter Verkaufsfläche. Also entweder du akquirierst oder du erweiterst. Also auf die grüne Wiese, glaube ich, wird es nicht mehr möglich sein, einen Verbrauchermarkt zu bauen. Sie könnten sich noch einiges vorstellen. Wenn es noch mir ginge natürlich. Wir sind immer mitten im Geschehen, sei es in der Politik, Wirtschaft, Lifestyle oder der Automobilszene. Auf unserer Seite finden Sie topaktuelle Videos und Berichte aus Wels und der Umgebung. Besuchen Sie unsere Homepage www.wels-report.at. In unserem Spezialformat Topflash zeigen wir Ihnen heute gesammelte Kurzmeldungen der letzten 2 Wochen. All die Meldungen, die sonst nicht gezeigt werden. Willkommen zu den Top-Flash-News aus Wels. Hier erhalten Sie die aktuellsten Kurzmeldungen aus der Stadt. Erfahren Sie, was in Wels los ist. Von wirtschaftlichen Entwicklungen über politische Ereignisse bis hin zu kulturellen Highlights. Bleiben Sie informiert mit exklusiven Interviews und Berichten aus den wichtigsten Bereichen des städtischen Lebens. Bei perfektem Wetter lud Ralf Schäfer, Referent für Bauen, Wohnen und Stadtentwicklung, zum Stadtteilstammtisch ein. Der Stadtrat nutzte die Gelegenheit, um mit den Bewohnern ins Gespräch zu kommen und ihre Anliegen aufzunehmen. Ja, wir haben heute den Lahnerwirt ausgewählt, weil es uns wichtig war, einen neuen Wirt in der Stadt wieder zu unterstützen. Wir haben hier in Lahen auch die Vogelweide, Gartenstadt und die Neustadt mit dazugenommen, weil es uns einfach auch regional wichtig war, die Menschen der unmittelbaren Wohnumgebung mit einzubeziehen. Und heute besprechen wir alle Wünsche, Anliegen und Anregungen durch und können hoffentlich ein wenig Aufklärung leisten. Die Themen sind logischerweise sehr vielfältig. Einerseits ist natürlich der Verkehr immer wieder ein Riesenthema, aber auch grundsätzliche Fragen zum Stadtteil. Wie geht es weiter? Was tut sich bei uns im Grätzl? Das mögen die Menschen wissen. Was tut sich in meinem Stadtteil? Das ist eigentlich das Wesentliche, das die Bewohnerinnen und Bewohner interessiert. Und hier können wir Aufklärung leisten. Was tut sich so? Was sind die Bauvorhaben? Und wie wird sich hier Stadtteil in den nächsten Jahren entwickeln? Wir haben das Format gewählt, weil wir einfach in den Stadtteilgesprächen 2023 gesehen haben, dass wir in den Stadtteilen noch sehr viel Aufholbedarf haben. Deswegen war es einfach wichtig, dass wir den direkten Kontakt zu den Menschen, die im Stadtteil wohnen, auch herstellen und den auch jetzt in der Folge intensivieren. Wir sind jetzt noch in der Bernau heuer unterwegs und werden dann nach und nach alle Stadtteile in diesem Sinne abklappern und werden uns hier die Anliegen, die Anregungen und die Wünsche vor allem der Bürgerinnen und Bürger aus Wels mit aufnehmen. In unserem Militärmagazin Einsatz besuchte Chefredakteur Helmut Moser Brigadier Dieter Mohr, die Militärkommandanten von Oberösterreich. Sie wünschen sich, dass der Pionierzug im Militärkommando zu einer Milizkompanie wird. Ein schweres Gerät ist nicht vorhanden zurzeit, aber es gibt in Oberösterreich Unternehmen, das nicht oliv gefärbt ist, sondern blau. Mit einer weißen Aufschrift, man sieht das Unternehmen in ganz Europa mit schweren Geräten, sogar am Fluss, auf der Schiene und auf der Straße. Wie arbeiten Sie mit diesem Unternehmen zusammen? Also wir arbeiten da sehr gut zusammen. Es gibt ja das Netzwerk Katastrophenhilfe Oberösterreich, wo die Firma mit im Blau natürlich auch dabei ist. Mit dem Chef und Geschäftsführer, mit dem Horst, treffe ich mich regelmäßig und wir tauschen uns aus. Die Idee ist, wenn wir schweres Gerät brauchen, weil wir für Assistenzen, Katastropheneinsatz aufgerufen sind, dann können wir auf die Unterstützung von wirklich tatkräftigen und starken Firmen zurückgreifen, die uns dann da unterstützen. Das haben wir in den letzten Jahren schon gehabt. Es war beim Einsatz Schneedruck beispielsweise und es war auch bei Corona so, dass uns da in der Schnelligkeit, wo wir Fahrzeuge gebraucht haben, da mit Fahrzeugen unter die Arme gegriffen wurde. Sollte der Fall, dass Falles eintreten und das Bundesheer hat keine schweren Kräne oder Bergemittel, gibt es ja eine spezielle Unterstützung, die Ihr Vater ins Leben gerufen hat. Sind Sie stets bereit, auch für die Republik Österreich und für das Bundesheer? Das verbindet uns seit Jahrzehnten eigentlich eine Partnerschaft mit dem Bundesheer. Und es hat auch schon das eine oder andere Mal gegeben, wo wir wirklich zum Einsatz ausgerückt sind für das Bundesheer. Es sind aber immer eher Katastropheneinsätze
das ist einfach wichtig, dass wir die Bevölkerung und auch das Bundesheer unterstützen können. Wenn dieses Gerät auch im Einsatz ist und wenn dann was passiert, wie ist denn das versichert? Wir versichern dieses mit einem anderen Partner wieder, nämlich wir haben die Versicherung Unica noch als Partner mit dabei. Und die Versicherungen sind über diesen Netzwerkpartner auch wieder gegeben. Beim Bundesheer, wenn das Bundesheer übt, gibt es ab und zu einen Kracher, eben zu Übungszwecken, wenn die Soldaten und auch dann die Miliz einrückt, um in der Assistenz behilflich zu sein, da braucht man dann einen Kracher, damit man alkoholfrei arbeiten kann. Ja, das stimmt. Also wenn Sie jetzt darauf anspielen, dass wir einen weiteren Partner haben, dann kann ich das nur sagen, der ist gegeben mit der Brauerei Zipf. Und von dort haben wir dann ebenfalls, wenn wir Getränke brauchen, die über das hinausgehen, was wir liefern können, dann kriegen wir von dort ebenfalls Unterstützung und das ist natürlich voll toll. Wenn alle Ihre Bauwünsche aufgehen, dann ist ja Ostern, Weihnachten und Hochzeitstag alles zusammen. Sind Sie realistisch oder optimistisch, dass das auch in Erfüllung geht? Ja, das wird sicher in Erfüllung geben. Es gibt keinen Plan B. Der Plan A ist, wir beschaffen, was wir brauchen. Wir erhalten das. Das Personal wird sichergestellt und die Infrastruktur ist ebenfalls dabei. Die Republik muss eine Abhaltestrategie fahren, muss das Bundesheer wieder aufbauen und muss es zu einer schlagkräftigen Organisation machen. Dann wird es am ehesten so sein, dass wir in Ruhe gelassen werden. Und genau darum geht es. Und deswegen bin ich mir sicher, dass das bis zum Schluss durchgezogen wird. Hallo, ich bin die Vivienne und ich bin Handballspielerin. Ich heiße Moritz und spiele Basketball. Ich bin die Paula. Ich bin die Malis. Und wir sind Schuduka. Ich bin der Leo und bin Ruderer. Unsere Energie für den Welser Nachwuchs. EWW mit der Jugend am Start. In unserem heutigen Bericht zum MG4 werfen wir einen genaueren Blick auf das Modell und sprechen exklusiv mit Michael Elis, Produkt- und PR-Manager bei MG Motor Austria. Bleiben Sie dran für spannende Details. Herr Ellis, wie definiert sich die Marke MG? Ja, MG in Österreich wurde eingeführt im Jahr 2021 als Wiedergeburt einer legendären und wirklich kultigen Marke, als rein elektrische Marke für europäische, österreichische Autofahrer, die den Fokus legen auf elektrisches, rein elektrisches Fahren. Wie sieht es weiterhin aus mit der Herstellung von Elektrofahrzeugen? Ja, wir haben zeitgleich bei der Einführung der Marke in Österreich schon auch einen Plug-in-Hybrid eingeführt, den damaligen EHS Plug-in-Hybrid. Die Marke MG hat sich jetzt in den letzten Monaten und im letzten Jahr auch dahingehend verändert, dass wir Vollhybride, Plug-in-Hybride in unser Modellportfolio mit aufgenommen haben. Und da werden wir verstärkt auch in den nächsten Monaten Neuigkeiten bringen. Wir haben jetzt vor kurzem in Goodwood, am Goodwood Festival of Speed in England, haben wir eingeführt oder präsentiert den neuen HS Plug-in-Hybrid Plus. Und ein paar Monate davor haben wir einen Kleinwagen, den sogenannten MG3 Vollhybrid eingeführt. Also ja, man kann sagen, die Reise geht auch ins Hybrid- und ins Plug-in-Hybrid-Portfolio über. Wie sieht das Händlernetz generell aus in Österreich? Ja, wir sind ja im Jahr 2021 mit vielen Händlern bereits gestartet. Das Händlernetz hat sich seitdem stark entwickelt. Wir sind in jedem Bundesland stark vertreten. Also der Kunde muss nicht mehr allzu weit fahren, um seinen Servicepartner oder seinen Händlerbetrieb zu finden. Ich glaube, wir haben aktuell deutlich über 40 Händlerpartner in ganz Österreich. Und ich glaube, das ist einfach ein Garant dafür, dass der Kunde am Ende des Tages gut serviciert und beraten ist. Der neue MG4 Electric Trophy Extended Range bietet nicht zuletzt dank neuer Batterie mehr Reichweite und Leistung. Eine WLTP-Reichweite von bis zu 520 km macht dieses Langstrecken-Elektrofahrzeug zum derzeit leistungsstärksten von MG Motor. Verbaut ist erstmals eine auf Basis der MSB-Plattform entwickelte 77 Kilowattstunden Batterie. Sie ermöglicht es dank 144 kW DC Ladegeschwindigkeit, das Fahrzeug in nur 38 Minuten von 10% auf 80% aufzuladen. Doch nicht nur in puncto Reichweite überzeugt der 4,29 Meter lange und 1,87 Meter breite Kompaktwagen, der Elektromotor des Hecktrieblers liefert 245 PS und überträgt ein Drehmoment von 350 Newtonmetern auf den Antriebsstrang. Den Sprint von 0 auf 100 km pro Stunde meistert er in sportlichen 6,5 Sekunden. Markante LED-Scheinwerfer sowie ein zweiflügeliger Spoiler mit hochpositioniertem Bremslicht verleihen dem Schrägheckmodell einen selbstbewussten Auftritt.
Im Innenraum besticht das Fahrzeug durch eine hohe Verarbeitungsqualität mit optisch ansprechenden und angenehm anzufassenden Materialien. Für Sicherheit sorgt ein umfangreiches Paket serienmäßig eingebauter Sicherheitssysteme. Zusätzliches Vertrauen bietet die Fahrerassistenztechnologie MT-Ski Pilot, die teilautonomes Fahren ermöglicht und dadurch potenzielle Unfälle verhindern kann. Eine 360-Grad-Kamera, die die Umgebung des Fahrzeugs in Echtzeit erfasst, erleichtert in Kombination mit der Totwinkelüberwachung das Fahren und Parken und macht es zudem sicherer. Für individuellen Fahrkomfort sorgen 5 frei wählbare Fahrmodi, darunter Normal, Eco, Sport, Schnee und ein benutzerdefinierter Modus. Flexibilität bietet der 363 Liter große Kofferraum, der sich durch Umklappen der geteilten Rücksitzlehnen auf 1165 Liter Laderaumvolumen erweitern lässt. Erhältlich ist das langstreckentaugliche Elektroauto, der MG4 Electric Trophy Extended Range, ab einem Listenpreis von 45.990 Euro. Durch Abzug des E-Mobilitätsbonus, der E-Mobilitätsförderung und des MG-Bonus wird der Preis deutlich attraktiver. Manuel Kagel von der Autowelt Linz übergab uns die Schlüssel vom Volvo EX40 für eine exklusive Testfahrt. Kommende Woche wird uns Christian Ordner die Besonderheiten vom Modell in einem Interview vorstellen. Doch nun erstmal ein Bericht zum Volvo EX40. E wie elektrisch. Der Volvo XC40 Recharge Pure Electric wird umgetauft und hört künftig auf den Namen EX40 und bietet optional eine Performance-Leistungssteigerung. Sehr ansprechend und zeitlos elegant ist die Black Edition. Das Exterieur ist hier ganz in der Farbe Onyx Black lackiert. Die Frontblende ist farblich abgestimmt und das Volvo Iron Mark Logo und das hintere Emblem sind schwarz. Ein Blickfang sind auch die besonders sportlich wirkenden 20 Zoll Hochglanzfelgen im 5-Speichen-Design. Das SUV ist sowohl mit Heckantrieb als auch als Allradvariante erhältlich und bietet 2 Batterieoptionen. Der Einstieg in die elektrische Antriebswelt erfolgt über einen Single-Motor mit Heckantrieb und 238 PS. In Verbindung mit der 70 Kilowattstunden Batterie beträgt der Stromverbrauch gemäß WLTP-Zyklus 17,2 Kilowattstunden pro 100 Kilometer, was eine maximale Reichweite von 477 Kilometern ermöglicht. Die Extended Range Version mit einem Single-Motor 252 PS und einer größeren 82 Kilowattstunden Batterie bietet eine alltagstaugliche Reichweite von bis zu 573 Kilometern. Hier liegt der Stromverbrauch bei 16,6 Kilowattstunden pro 100 Kilometer gemäß WLTP-Zyklus. Die beiden Allradvarianten Twin Motor und Twin Motor Performance liefern 408 bzw. 442 PS. Beide sind mit einer 82 Kilowattstunden Batterie ausgestattet und erreichen eine kombinierte vollelektrische WLTP-Reichweite von etwas über 530 Kilometern. Auch beim EX40 bleibt Volvo seinen Werten in puncto Innenausstattung treu und bietet lederfreien Luxus. Der stilvolle und komfortable Innenraum besticht durch hochwertige, verantwortungsvoll beschaffene und teilweise recycelte Materialien. Das großzügige Panoramadach schafft eine offene, luftige Atmosphäre und lädt zum Wohlfühlen ein. Eine 360-Grad-Kamera ermöglicht eine detaillierte Ansicht der Umgebung aus der Vogelperspektive. So hat man alle Hindernisse stets im Blick, was das Ein- und Ausparken erheblich erleichtert. Der Kofferraum fasst 410 Liter. Durch Umklappen der Rücksitzlehnen lässt sich das Laderaumvolumen auf großzügige 1268 Liter erweitern. Unter der Vorderhaube befindet sich ein sogenannter Frunk. Ein 31 Liter fassendes Staufach, ideal zum Verstauen eines Ladekabels. Im One-Pedal-Drive-Modus lässt sich das Fahrzeug allein durch Betätigen und Loslassen des Fahrpedals steuern. Das Bremspedal wird praktisch überflüssig. Typisch für Volvo bietet der EX40 eine umfangreiche und fortschrittliche Sicherheitsausstattung serienmäßig. Das zeitlos elegante Elektro-SUV ist ab einem Preis von 49.290 Euro erhältlich. Die Black Edition beginnt bei 53.190 Euro.
Für die Firma Felbermayr wurden 11 Schwerlastzugmaschinen des Typs TGX 41640 von MAN geliefert. In unserem Spezialformat Wirtschaft und Trends hat unser Chefredakteur Helmut Moser nachgefragt, welche Eigenschaften diese Zugmaschinen mit sich bringen. Hallo und herzlich willkommen bei Wirtschaft und Trends, unserem Wirtschaftsmagazin auf Ihrem Privatkanal. Wir melden uns heute von der Firma Felbermayr im Norden von Wels, der Messestadt. Die Firma Felbermayr kaufte 11 Zugmaschinen heimischer Produktion aus dem Hause MAN. Es sind die kräftigsten Geräte in diesem großen globalen Unternehmen und wir berichten darüber in unserem Magazin. Sie sind Geschäftsführer von MAN in Österreich. Heute hier bei den Musterkunden der Firma Felbermayr. Da gibt es neue Zugmaschinen. Welche Maschinen sind das? Ja, erstmal freuen wir uns natürlich hier zu sein nach über 38 Jahren Zusammenarbeit bei der Firma Felbermayr. Und wir liefern eben den TGX 41640 aus, 11 Zugmaschinen, Schwerlastzugmaschinen und freuen uns sehr, dass wir heute hier sind. Warum haben Sie sich für diese 11 Stück aus einem Betrieb, der in Österreich momentan stationiert ist, entschieden? Die MAN deshalb, weil das von den 8x4 mit den Wandlerkupplungen derzeit ein sehr gutes Produkt am Markt ist und wir auch durchaus gute Erfahrungen damit gemacht haben. Der Hintergrund ist jener, dass wir einen Großauftrag aus dem Bereich der erneuerbaren Energie erhalten haben. Wir haben über 1000 Schwertransporte mit ca. 200 Tonnen Gesamtgewicht zu bewältigen. Wir werden in Deutschland Kabeltrommeln mit jeweils 120 Tonnen transportieren. Die kommen von den Nordseehäfen und werden dann in Deutschland distributiert. Und wir werden sowohl zu den Lagerplätzen als auch von den Lagerplätzen zur Baustelle diese Produkte fahren. Wir brauchen dazu jeweils Kesselbrücken und haben ein Gesamtgewicht von ca. 200 Tonnen. Sind Sie stolz, dass Sie mit diesen Geräten auch zur Vollbeschäftigung von Leuten in Österreich dazu beitragen? Ja, natürlich, wenn man als MAN Österreich hier spricht, ist natürlich schön, dass auch in Österreich noch so produziert wird hier die Fahrzeuge. Und ja, sind stolz, weil wie gesagt, das ganz spezielle Fahrzeuge sind, Schwerlastzugmaschinen, Zugkraft bis 250 Tonnen, das ist schon enorm. Und wie gesagt, mit 640 PS werden die hier gezogen. Ein historisches Fahrzeug haben wir auch noch gefunden, da steht Commander drauf. Sind diese Maschinen wieder quasi in der Flotte, in dieser Klasse, die Commander in ihrem Fuhrpark? Naja, sie gehören zum Bereich der ganz schweren Zugmaschinen. Es gibt noch zwei, drei noch schwerere Zugmaschinen, die dann mit Allrad ausgestattet sind. Aber diese Zugmaschine ist prädestiniert für schweren Fernverkehr bis zu 200 Tonnen Gesamtgewicht. Und daher haben wir uns für das Produkt entschieden. Wir stehen hier vor einem historischen Fahrzeug der österreichischen Automobilfabrik. Die österreichische Automobilfabrik wurde damals fusioniert mit Gräf und Stift. Das Fahrzeug ist jetzt an die 30 Jahre alt und steht bei der Firma Felbermayr noch immer für Spezialeinsätze zur Verfügung. Er ist nicht der umweltfreundlichste, aber er ist nach wie vor der stärkste. Wie fühlt man sich, wenn man so ein Gerät hinter sich sieht, aber schon neue Geräte dazu verkauft? Ich denke, gerade in unserer Branche ist Geschichte eine wichtige. Ja. Auch Rudolf Diesel war ja einer der ersten Mitarbeiter bei der MAN. Und gerade wenn wir jetzt heute hier in Österreich stehen, denke auch ein großer Teil vom Erfolg der MAN mit den ganzen Fusionen, die wir hatten, unter anderem ÖAF. Und von dem her sind wir auch stolz, sind jetzt über 2 Jahrzehnte Marktführer hier in Österreich mit den LKWs. Und das ist mit Sicherheit auch zu verdanken aus der Stärke und der ganzen Technologie, die die Partner eben eingebracht haben, die jetzt nachher alle in der MAN gemündet sind. Ja. Mich freut auch, dass hier Commander draufsteht, weil seit über 30 Jahren haben wir letztes Jahr gefeiert, haben wir den Commander Club, dass eben auch der Fokus auf die Fahrer ist und das freut mich. Commander steht drauf mit den starken Zugmaschinen hier im Felbermayr-Konzern. Sind Sie quasi wirklich wieder der Commander? Ja, allerdings. Ich meine, wer so eine Maschine fährt hier bei den Fahrern von Felbermayr, ich denke, da kann man auch stolz sein, weil das sind wirklich Riesenmaschinen. Ja. Wir kennen viel aus dem LKW mit viel Kraft, aber wie gesagt, Fahrzeuge, gerade die 11, die wir jetzt da übergeben durften, mit über 640 PS, das sind schon Maschinen und das sind dann nicht nur Fahrer, in Anführungsstrichen, sondern wirkliche Commander. Warum glauben Sie, dass die Firma Felbermayr auf Geräte von Ihnen besteht? Ja, ich denke, wie vorher angekündigt, über 38 Jahre Zusammenarbeit und Partnerschaft gibt Vertrauen und weiterhin tun wir natürlich dementsprechend investieren in unsere Fahrzeuge, dass wir auf dem neuesten Stand sind, auch die neuesten Technologien haben
und somit eben den Ansprüchen der Felber-Felbermeier auch entsprechen. Wenn es noch schwerer wird, kann man da zwei Zugmaschinen zusammenspannen? Bis zu fünf haben wir schon zusammengespannt, das geht ohne weiteres. Ja. Was transportieren Sie dann mit fünf zusammengekoppelten Maschinen? Naja, wir haben für Siemens Kraftwerke in Deutschland über Steigerung von 16% 700 Tonnen transportieren müssen. Und da reicht natürlich eine Zugmaschine nicht aus. Kann man sagen, wie der James Bond Film kommt, und es geht um kraftvolle Energie und andere scheitern daran. Da hat es einen Film gegeben, sag niemals nie. Also sag niemals nie, vielleicht nicht. Irgendwo ist die Physik am Ende, aber wir machen vieles möglich. Wir sind immer mitten im Geschehen, sei es in der Politik, Wirtschaft, Lifestyle oder der Automobilszene. Auf unserer Seite finden Sie topaktuelle Videos und Berichte aus Wels und der Umgebung. Besuchen Sie unsere Homepage www.wels-report.at. Diese Woche nehmen wir den Alfa Romeo Giulia unter die Lupe. Und kommende Woche gibt es dazu ein exklusives Interview mit dem Haupthändler für Alfa Romeo in Oberösterreich, in dem Sie noch mehr Details zum Modell erfahren. Hi! Ciao! Ich habe dir heute eine italienische Schönheit mitgebracht. Alfa Romeo Giulia. Das ist doch das Sondermodell. Das stimmt. Die Sonderserie Tributo Italiano gibt es für die Baureihen Stelvio, Tonale und Giulia. Es ist eine Hommage an die Wurzeln und die Sportlichkeit der Marke sowie die Kunst des italienischen Automobilbaus. Schau, ich zeige dir ein paar besondere Design-Features. Das schwarz lackierte Dach, die italienische Flagge auf den Spiegelkappen und hier im Innenraum schwarze Ledersitze mit roten Akzentnitten und das gestickte Logo Tributo Italiano auf den Kopfstützen. Die Sonderserie wird ausschließlich in den Farben der italienischen Flagge angeboten. Rot, Weiß, Grün. Genau, diese Farbe hier nennt sich Verde Montreal. Zu den Erkennungszeichen der Sonderserie zählen außerdem der Kühlergrill in Schwarz. Super sportlich sehen hier die rot lackierten Bremssättel vom Brembo aus. Lass uns damit eine Runde drehen. Sehr gern. Die Schaltwippen am Lenkrad sind aus Aluminium gefertigt. Besonders gut gefallen mir die roten Zyanite. Wenn wir mal zu einer Party unterwegs sind, können wir uns mit dem Premium-Soundsystem von Harman Kardon mit 14 Lautsprechern inklusive Subwoofer einstimmen. Wie sieht es in Sachen Sicherheit aus? Für Sicherheit sorgen hier viele Assistenzsysteme, wie der rote Winkelassistent oder die hintere Querverkehrserkennung. Wow, der hat eine richtig tolle Fahrdynamik. Hochwertiges italienisches Design und sportliches Fahrverhalten. Dafür ist der fortschrittliche Allradantrieb Alfa TM Q4 verantwortlich. Die intelligente Verteilung des Motordrehmoments zwischen Vorder- und Hinterachse garantiert diese beeindruckende Dynamik und das präzise Handling in jeder Fahrsituation. Das nenne ich Dolce Vita Fahrgefühl. Was kostet die italienische Schönheit? Drei Antriebe stehen für den Alfa Romeo Giulia Tributo Italiano zur Verfügung. Ein 2,0 Liter Turbobenziner mit 280 PS Leistung ab Listenpreis 75.500 Euro. Ein 2,2 Liter Turbodiesel mit 210 PS Leistung ab Listenpreis 67.300 Euro. Und ein 2,0 Liter Turbodiesel mit 260 PS Leistung ab Listenpreis 61.100 Euro. Die Preise sind inklusive Nova und Mehrwertsteuer. Jahre historische Bauernschützen Wagrain freuen sich auf einen Gastbeitrag von Ponga TV. Erleben Sie Tradition und Gemeinschaft in Wagrain hautnah. Die Bauernschützen sind ja ein fester Bestandteil von Wagrain. Ja, ist natürlich eine großartige Geschichte für uns, so einen alten eingesessenen Verein zu haben,
Und das zeigt schon, dass es einen Zusammenhalt und eine Kameradschaft im Verein geben muss, weil sonst konnte der Verein nie so lange Zeit Bestand haben. Und die Bauernschützen sind auch sehr gut im örtlichen Vereinsleben mit einbunden. Dir fahrt es da natürlich gerne raus, da hat man euch nicht lang bitten brauchen. Nein, das machen wir schon. Das. Vorher sind wir gewesen, die schon einen Traktor gehabt haben. Dann haben wir es halt ein wenig populär gemacht. Dann sind wir wieder angekommen und was sie einen Traktor gekauft haben. Dann haben wir, die Gruppen gegründet. Nicht? Danach marschieren die Vereine auf. Die Trachtenmusikkapelle Goldegg, gefolgt von den Prangerschützen Goldegg. Diese Prangerstutzen haben ein Gewicht bis zu 15 Kilo und dienen ausschließlich den Repräsentanz und der Ehrbezeugung für den jeweiligen Verein oder den, was man halt eine Ehr erweist. Kehrt euch! Ohren zu erhalten! So, vor 404 Jahren ist die Mayflower auf Amerika gesegelt mit 22 Besatzungsmitgliedern und hat so quasi Amerika entdeckt, dass sie wo keine Bauernschützen schon geben. Gott, dass das auch mal gesagt ist. Heute, glaube ich, haben wir ein wunderbares Fest und können 404 Jahre Bauernschützen wagen. Herr Landeshauptmann, Landesschützenkommandant Josef Braun ist ermeldet. Die Schützenkompanien aus dem Bongau vollzählig angetreten, 6 Musikkapellen zur Verschönerung unseres Festes hier zur 404-Jahrfeier angetreten. Erwarte weitere Befehle. Herr Landesschützenkommandant, bedanke mich für die Meldung und die Durchführung des Festaktes und bitte mit diesem fortzufahren, aber trotzdem da zu bleiben. Danke. Vor 404 Jahren, so um 1620, war eine ganz interessante Zeit für Salzburg. Da der Fürsterzbischof Paris Lodon, der von 1619 bis 1657 regiert hat, und seine Zeit hat enorme Parallelen mit unserer. Sie war nur um ein Vielfaches schwieriger. Danach trifft sich alles im Festzelt. Dieses ist brechend voll. Genauso wie der Händelgrill. Alles in allem ein sehr gelungenes Fest. Und für den Jubilar gibt's eine Geburtstagstorte. Sensationell und so viele Leute, was da sind, das ist gigantisch. Ja, so eine Veranstaltung wie wir da gehabt haben jetzt, ich mein, das in 20 Jahren nicht mehr im Wagen. Weil so viele Leute, was da kommen, 1500 Personen, circa was waren, das gibt's normal nicht mehr. Und das war Fins einfach eine Bereicherung und das hat uns gesagt. Haben wir es gefallen. Es war viel Arbeit, aber es hat sich ausgehört. Bei dem Kaiserwetter sowas von schön, der ganze Ort, die Wagrennen, hat sich von der besten Seite präsentiert. Und dann die vielen Vereine, die ganzen Schützenkompanien aus Bongau, die Musikkapellen und aus anderen Bezirken. Das ist schon ein besonderer Reichtum, den wir haben und auch für den ich auch wirklich dankbar bin. Die vielen, die sich da einsetzen und am Wochenende dann unterwegs sind, das ist Heimat, ist das. Das ist richtig Heimat. Und dafür bin ich wirklich dankbar. Da kann ein Landeskommandant nur stolz sein, wenn man so ein Fest feiern kann wie heute, 404 Jahre Bauernschützenwagerein, eine der ältesten Kompanien im Bundesland Salzburg, kann man Schützenkommandant nur stolz sein. Ja, also es ist schon immer wieder super, dass so viele Leute kommen und es ist immer wieder eine Gaudi. Ja, also man kann zufrieden sein, dass man so einen kleinen Dorf wie sowas immer zusammenbringt und das ist echt Hut ab. 404 Jahre historische Bauernschützenwagrein. Ein buntes, fröhliches und gelungenes Fest über 3 Tage. Einen Dank an alle Beteiligten, die auf eindrucksvolle Weise lebendiges Brauchtum gezeigt haben. Mit einem Elektroauto von Kia fühlst du dich immer wie in der Businessklasse. Du bewegst dich mit Eleganz und Leichtigkeit durchs Leben. Und spürst, was es bedeutet, wenn einem jeder Wunsch erfüllt wird. Ist es nicht schön, dass es diese Business-Klasse für Unternehmer zum Economy-Preis gibt? Kia. Movement that inspires. Die Lebenshilfe Oberösterreich ist Träger von Einrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigung.
Wie lange bist du schon dabei? 20 Jahre schon. Du machst die Interviews mit den anderen? Mhm. Okay. Und du filmst? Und ich film. Oh, wirklich? Ja. Wann ist das Fest der Lebenshilfe? Am 27. September. Wir sind immer mitten im Geschehen, sei es in der Politik, Wirtschaft, Lifestyle oder der Automobilszene. Auf unserer Seite finden Sie topaktuelle Videos und Berichte aus Wels und der Umgebung. Besuchen Sie unsere Homepage www.wels-report.at. Für uns geht es jetzt in einem Gastbeitrag von Pongau TV zum Almsommerfest am Grafenberg, einem fixen Bestandteil im Eventkalender von Snowspace Salzburg. Ja, das Almsommerfest bei uns am Grafenberg ist mittlerweile unser jährliches Highlight da herum, immer der zweite Sonntag im Juli. Es ist eigentlich immer viel los, ob das jetzt eigentlich bei Schönwetter ist oder bei schlechtem Wetter. Und es hat sich mit der Zeit eigentlich sehr gut entwickelt, das Ganze. Der Gast kommt von allen Himmelsrichtungen her, möchte das, was da typisch ist, erleben. Der Grafenberg ist ein Familienberg. Wir freuen uns jetzt, ja. Es ist für die Familien da, wir wollen die Familien haben. Und da freuen wir uns jetzt, ja, wenn möglichst viel kommen. Entdecken Sie bei uns Modellpanzer aller Epochen. Historisch und modern, für jeden Modellbauenthusiasten. Besuchen Sie unsere Homepage www.modellbaubörse.eu. In unserem Militärmagazin Einsatz besuchte Chefredakteur Helmut Moser Brigadier Dieter Muhr, den Militärkommandanten von Oberösterreich. Dieser gab umfassende Einblicke in die Modernisierung der Gebäude sowie in die Planung und Umsetzung entsprechender Maßnahmen. Wir stehen hier vor dem Kommando des Militärkommandos Oberösterreich. Drinnen wird fleißig gebaut, da wird gemauert, da wird gezimmert, da wird gehämmert, da wird gestrichen. Aber nicht nur innen in ihrem Kommandogebäude, sondern in ganz Oberösterreich wird jetzt quasi gebaut, massiv gebaut. Was sind so die wichtigsten Bauvorhaben, die Sie in nächster Zeit hier in Oberösterreich und speziell hier in Hörsching, wo quasi eine Airbase entsteht, was wird da alles passieren? Also ich kann einmal sagen, dass in Ried die Baumaßnahmen schon laufen und das Wirtschafts- und Kommandogebäude wird bald fertig sein und dann läuft es dort weiter. Da ist alles im Plan und auch durchbudgetiert. Dann in Linz in der Garnisonstraße, wo die Ergänzungsabteilung und die Stellung ist, ist das Wachgebäude schon erneuert. Ergänzung und Stellung ist innen pipi-fein worden. Und dort werden also nächstes Jahr beginnend ein Mehrzweckgebäude noch errichtet. Und das Heerespersonalamtsgebäude ist schon fertig. Schwergewicht ist natürlich Hörsching. In Hörsching wird noch nicht so viel gebaut, aber es wird umso mehr geplant. Wir haben in den Planungen alles schon, alle Module drinnen und alle Elemente, die wir brauchen, um hier wirklich einen großen Luftwaffenstützpunkt zustande zu bringen, kann man fast schon sagen. Wir warten die nächsten Beschaffungen ab. Der Phasenplan steht schon und dann werden wir mit den Baumaßnahmen im übernächsten Jahr beginnen. Großes Schwergewicht ist auch Wels. In Wels ist es so, dass wir ein großes Lagergebäude bauen für 26.000 Paletten. Da haben wir schon die Zufahrten neu gestaltet und eine neue Kaserneneinfahrt ist geplant. Es wird beim Panzerbataillon 14 und beim Heereslogistikzentrum Garagen, Werkstätten, Unterkünfte und viele dieser Gebäude erneuert und das wird auch übernächstes Jahr beginnen. War es sehr schwierig, das alles durchzusetzen, dass Sie das nach Oberösterreich bekommen, weil ja andere Bundesländer ja quasi immer Vorrangstellung hatten. Speziell andere Bundesländer wurden keine Kasernen geschlossen oder ganz wenige. Oberösterreich war da ein Stiefkind. Und jetzt geht es ja scheinbar da wirklich vorwärts. Also Kasernen werden nicht mehr, weil wir dann die, was wir haben, jetzt besser nützen und noch instand setzen. Es war nicht schwer, etwas durchzusetzen. Das oberösterreichische Angebot ist einfach toll.
Wir bauen fix, die Leistungsfähigkeit von Wirtschaft und Industrie ist einfach voll gegeben. Die Menschen, die hier sind, sind alle sehr innovativ. Dann haben wir hier bestimmte Expertisen, die es in Oberösterreich halt nur da gibt. Wir haben eine Heeresunteroffiziersakademie für die Unteroffiziersausbildung. Wir haben die Logistik, das Lagerwesen und auch für die Panzer in Wales, für den Leopard und für den Ulan in Ried. Und wir haben natürlich da die Expertise für Transportflugzeuge, Drehflügler, Hubschrauber und alles, was sich da herumdreht, inklusive der Werft, ebenfalls hier. Und das Wertvollste sind die Leute, die wir da haben, die mit denen umgehen können. Und die nehmen jetzt diese Sache in die Hand und bauen das Bundesheer frisch neu auf. Sie tragen das schwarze Barett, kommen eigentlich aus der Panzertruppe. Sie tragen aber auch den Einsatz für die Zivilbevölkerung, wenn sie nicht beim Militär sind, im Herzen sind ja in der Nähe von Steyr auch bei der Freiwilligen Feuerwehr dabei. Die Kooperation Feuerwehr, Bundeswehr und sonstige Blaulichtorganisationen, funktioniert die in Oberösterreich? Ja, die funktioniert super. Es beginnt einmal, dass wir beim Land Oberösterreich dort schon im Krisenmanagement fix angesiedelt sind und uns regelmäßig treffen und auch Übungen machen. Wir haben das sogenannte Sicherheitskleeblatt, vierblättrige Kleeblatt ins Leben gerufen. Polizei, Freiwillige Feuerwehr, Rotes Kreuz und Bundesheer. Wir treffen uns regelmäßig und tauschen uns aus. Wie geht's dir? Was sind deine Sachen? Wie können wir zusammenhelfen? Welche möglichen Bedrohungen kommen als nächstes daher? Da sind wir da schon abgestimmt. Und auf der Arbeitsebene machen wir gemeinsame integrierte Übungen, ergänzen uns gegenseitig. Und es gibt viele Veranstaltungen, die gemeinsam machen. Also kann man es nicht besser vorstellen. Glauben Sie, wenn eine Katastrophe wäre, dass es weit ist, anzurücken aus Salzburg oder aus Melk, um da Assistenz zu leisten? Oder wünschen Sie sich auch vielleicht eine Verstärkung bei den Pionierkräften, die ja im Militärkommando noch beinhaltet sind? Ja, das ist natürlich wünschenswert. Das wurde auch von der Landesregierung aufgegriffen. Es gibt eine Resolution, die danach trachtet oder unterstreicht, dass wieder Pioniere nach Oberösterreich kommen sollen. Und das wird auch geschehen. Gemäß den Planungen des Verteidigungsministeriums soll eine Pionierkompanie wieder im Bereich des Militärkommandos Oberösterreich aufgebaut werden, auf der Grundlage des Pionierzuges, der bei uns sowieso schon da ist. Entdecken Sie www.laumat.at. Erleben Sie multimediale, tagesaktuelle Berichterstattung zu Ereignissen, Einsätzen, Veranstaltungen, Sportevents und mehr. Immer informiert, immer aktuell. Zum Abschluss unserer Sendung zeigen wir Ihnen einen kurzen Gastbeitrag von RTV Steyr. Großbritannien kommt nicht zur Ruhe. Nach dem Messerangriff durch einen Mann mit Migrationshintergrund aus Ruanda, der drei kleine Mädchen das Leben kostete, protestieren die Menschen gegen die Massenmigration und deren Konsequenzen. Staatsmedien wie der ORF diffamieren diese Bürger nun als rechtsextremen Mob und ignorieren dabei geflissentlich die schockierenden Aufnahmen von Migranten, die eine regelrechte Jagd auf Briten veranstalten. Scharfe Kritik an dieser Berichterstattung kommt von FPÖ-Mediensprecher und Generalsekretär Nationalratsabgeordneten Christian Hafenecker, der hier seine Forderungen nach einer Abschaffung der ORF-Zwangssteuer und einer Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks erneut bestätigt sieht. Als Skandal der Sonderklasse und kulturellen Tiefpunkt kritisierte FPÖ-Kultursprecher Thomas Spalt am Dienstag die Verleihung des österreichischen Kunstpreises 2024 an die Choreografin Doris Uhlig. Sie hatte Anfang des Jahres mit ihrem Pudertanz für heftige Kritik gesorgt. Mit diesem Pudertanz hatte Uhlig nämlich die heurige Kulturhauptstadt Bad Ischl, Oberösterreich, eröffnet. Im Jänner mutete die oberösterreichische Choreografin den Österreichern zu, dass sich nackte, mäßig schöne Körper in Puderwolken auf der Bühne regelten. Ungeachtet dessen, dass auch kleine Kinder zusahen. In Puderwolken tanzende Körper schlagen Wellen, vibrieren, lassen ihr Fett tanzen und feiern körperliche Vielfalt und individuelle Schönheit. So die offizielle Vorstellung.
Anstatt das Kulturhauptstadtjahr dazu zu nutzen, die reiche und vielfältige regionale Volkskultur des Salzkammerguts zu fördern und zu präsentieren, wurden linke Künstler für ihre obszönen und ordinären Darbietungen üppig subventioniert. Für diese Verhöhnung der Bürger erhielt Ulich jetzt sogar den österreichischen Kulturpreis 2024 vom grünen Vizekanzler Werner Kogler. Thomas Spalt dazu. Worin die künstlerische Leistung liegen soll, wenn nackte Menschen auf einer Bühne herumhüpfen und sich mit Puder bestreuen, erschließt sich offenbar nur abgehobenen linkswoken Eliten. Beim Großteil der Bevölkerung löst dieses Minderheitenprogramm zu Recht nur Kopfschütteln hervor. Entdecke die Vielfalt von TV Regional mit dem aktuellen Berichten aus der Stadt Wels und Umgebung. Regionaler geht's immer. Jetzt neu bei Livest. Musik